Mein Name ist Johannes Ahrens, ich bin Kulturanthropologe, Journalist und Autor mit Schwerpunkt Esskultur. Ich habe das Buch Chorizo, Salame und deutsche Zervelat geschrieben, in dem es um einen Aspekt des europäischen Alltags geht, in dem Integration sehr wohl funktioniert, um die Esskultur. Den Fokus Wurst habe ich gewählt, weil die Wurstkultur in Europa sehr umfangreich ist und spannende Einblicke gewährt. Wenn man davon ausgeht, dass Wurst der kleinste gemeinsame Nenner unserer Ernährung ist, dann richtet sich dieses Buch in erster Linie natürlich an Leser, die gerne Wurst essen. Aber es ist auch für Vegetarier interessant, denn es zeigt die Zusammenhänge zwischen Esskultur, Politik und Gesellschaft. Viel Spaß beim Lesen.